Zeit gewinnen und die eigene Position stärken. So hatte sich das Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gedacht, als er die Parlamentswahlen vorzog. Die werden jetzt am 22. Januar stattfinden und alle Umfragen sagen Netanyahus Likud-Partei eine Mehrheit voraus. Allerdings keine absolute. Er wird wieder Partner brauchen zum Regieren. Wie es aussieht, setzt er wieder auf die ultrarechte Partei Unser Haus Israel. Dass deren Chef Avigdor Lieberman eben als Außenminister zurücktreten musste, weil der Generalstaatsanwalt ihm in einer Anklageschrift Korruption vorwirft, ficht diese Partnerschaft nicht an. Bis zu 37 der 120 Parlamentssitze wird dem rechten Bündnis gemeinsam zugetraut. Dummerweise ist da aber in letzter Minute noch ein Akteur rechts von Netanyahu aufgetaucht. Sein ehemaliger Kabinettschef, der Millionär Naftali Bennett, hat seine eigene Partei gegründet. Die heißt Jüdisches Haus. Ihr trauen Experten 18 Parlamentssitze zu. Gleichzeitig geht im Mitte-Links-Lager so ziemlich alles schief. Die ehemalige Außenministerin Tzipi Livni bekommt einfach keine zugkräftige Liste für ihre Zentrumspartei zusammen. Der Ex-Journalist Yair Lapid, mit dessen ebenfalls auf die politische Mitte zielende Partei sie gemeinsame Sache machen wollte, ziert sich. Dabei könnten die beiden zusammen mit der linken Arbeitspartei auf mehr als 40 Sitze kommen, meinen Beobachter. Aber eben nur gemeinsam. Und von Gemeinsamkeit will auch Labour-Chefin Shelly Yachimovic nichts wissen. Was dabei herauskommen kann? In Israel wieder mal eine Überraschung. Gewählt werden Parteilisten und der Chef der Liste mit den meisten Stimmen bekommt vom Präsidenten den Auftrag für die Regierungsbildung. Dabei sucht er sich seine Koalitionspartner auch schon mal im Oppositionslager. Es wäre nicht auszuschließen, dass Netanyahu, dessen Liste ziemlich sicher die meisten Stimmen bekommt, Zentristen oder gar die Arbeitspartei mit an Bord nimmt, um der Umklammerung der Ultrareligiösen zu entgehen.